Übelst geile Aussicht. Was für eine Bombenaussicht. Pervers. Was haben wir hier hinter uns? Ein Militärdenkmal oder ein Kriegsdenkmal. Kann man nicht genau wissen, ne? Aber wir haben jetzt kurz vor 11. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aussichtsbombe. Von da hinten sind wir gekommen irgendwo. Und da müssen wir noch nach. Ja, das schaffen wir. Jetzt links auf weg, danach links. Bei nächster Möglichkeit links, danach links auf Rumpelstein. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Abwärts! Jetzt links auf dem Rumpelstein, danach geradeaus auf dem Grund. Jetzt geradeaus auf dem Grund, danach geradeaus auf Schlossstraße. Dann weiter auf uns. In 140 Metern an der Kreuzung geradeaus auf Hauptstraße. Schöne Städte hier. Was sage? Bade, Raster. Geradeaus auf Hauptstraße, danach in 200 Metern rechts auf Verbertorstraße. In 120 Metern an der Gabelung rechts auf Verbertorstraße. Ein Kaff, Alter, aber einen Dönerladen haben sie. Nicht schlecht. Metern an der Gabelung rechts auf Verbertorstraße. Es ist 11:45. Wir haben noch gut. In 30 Metern rechts auf Verbertorstraße. 30 Kilometer vor uns. Leicht rechts auf der Bertholdstraße. 80 Meter leicht rechts auf der Bertholdstraße, danach in 250 Metern geradeaus auf Rheinauer Straße. Folge dem Weg 450 Meter. Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Schlecht, Leute. Jetzt geradeaus auf Weinauer Straße. So. Und los geht die Fahrt. Ein bisschen geraden. 1,8 Kilometer Single Trail. Davon haben wir erstmal 30 bis 40 Meter getragen. Und los geht's.
über Stock und über Steine. Ja gut, ich sage mal so. Hoppa. Steine gut, aber nichts gut vor mir. Aber trotzdem würde ich sagen, ist der Trail nicht schlecht. Schön am Wasser entlang. Boah. Jo, wir schieben 100 Meter. Aber mein Kumpan da vorne, er wollte Trails, er kriegt Trails. Also braucht er sich im Endeffekt nicht zu beschützen. Das ist ja fast eine Downhill-Strecke. Und wir sind irgendwo zwischen Gernsbach und Gaggenau. Das sind sogar schon in Gaggenau. Das ist jetzt die glorreiche Frage. Aber ich glaube, das ist eine Downhill-Strecke eigentlich. Und keine Strecke für Enduros. Aber es ist empfehlenswert. Wer sein Fahrrad gerne trägt oder man ein bisschen was anderes sehen möchte, fährt den. Ist echt empfehlenswert, muss ich echt sagen. Geht direkt an der Murg vorbei. Was hier, Leute? Seht einmal die Murg. So, dass man ein bisschen hier mal was sieht. Wo man hier eigentlich gerade zur Zeit befindet. Wenn man es aus kleiner vor. Also cool, wir machen das auf jeden Fall. Und los geht's. Der nächste Abschnitt des Single Trails von 1,8 Kilometer. Rechts die Murg, links Berge.
Also für Anfänger optimal. Metern scharf links und singlet rein folgen. In 30 Metern scharf links auf singlet rein. So Jungs und Mädels, wir sind hier 3,5 Kilometer von Gaggenau, im Endeffekt 4,5 Kilometer bis auf Bad Rodenfels und Sulzbach 1,6. Wir haben jetzt schon gut 20 Kilometer geschafft. So Jungs, auf geht's. Ja, 250 Meter ist okay. Es war kein Trail, sondern irgendwo eine Wiese. Aber hey, warum nicht? Und unten sind wir.